Man will Jesus ähnlicher werden, Mensch will Nachfolger sein. Aber woher stammt diese Idee und die Vorstellung, dass man dies umsetzen kann? Würden wir in einem anderen Land Christen begegnen, sagen wir Ägypten, würden wir feststellen, dass sie sich erstmal gar nicht Christen nennen. Und zweitens, dass ihr neutestamentliches Verständnis vom Erlösungswerk durch Jesus Christus für uns Menschen ganzheitlich ist. Weil sie die Erlösung durch Jesus Christus als Zielperspektive haben für den Menschen, sehen sie es für sich als Aufgabe der Seelsorge an, dieser Zielperspektive Raum zu geben. Das heißt, sie beseelsorgen nicht ihre Probleme, sondern mit dem Blick auf die Erlösung durch das Kreuz Jesus Christus wissen sie um kein anderes Baumaterial. Sie stützen sich also nicht auf ihre Vorstellungen, sondern wissen um den Umstand der eigenen Nichtigkeit. Am Wochenende war bei uns eine große christliche Versammlung. Der Predigende fragte: Ist Christus der Hauptinhalt deines Lebens? Naja, eigentlich sagen sie nicht Christus, sie sagen Jesus, weil die Bedeutung des Jesus Christus keine menschlich zu erfassen ist. Also folgen sie. Ich fragte zurück: Kennst du überhaupt einen lebenden Menschen, der Jesus Christus überzeugend als Hauptinhalt seines Lebens hat? Als Antwort kam eine Sprachnachricht: Ich habe meine Bemühungen, mein Scheitern und einen vergebenen Gott. Ich fragte daraufhin zurück: Jetzt hast du mir den Standard deines Christseins gegeben, aber ist der Standard nicht Jesus Christus?